Keck, keck, keck. Okay, cool. Okay. 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 Dann mal los. Are you okay? So, und jetzt. Und meine Angel erst gehen hier gießen. Aus dem Haus. So, huch. So, und jetzt habe ich in meinem Inventar genug Platz. Ich gehe schon mal vor. Ich hatte aber auch alleine immer gar keine Zeit, mich so umzuschauen, weil ich war so beschäftigt mit Gießen und Einpflanzen und wieder kaufen. Deswegen bin ich ja jetzt da. Ja, eben. Und so ist es halt perfekt. Oh, guck mal, Lauchzwiebeln. Also Lauch. Wieso liegt hier an der Ecke mal Lauch? Keine Ahnung. Weißt du, ich brauche nicht viel. Ich brauche kein Geld, fütter mich mit... Super, der Penner ist wieder da. Letzte Nacht hat jemand Steine auf mein Zelt geworfen. Ich musste abwarten, bis er aufhörte. Ich war's nicht. Wirklich. Okay, ich war's. Ich war ein Arsch. Hier, hab Lauch. Ein großes Geschenk, hey, danke bei mir dir. Ist die Truhe. Ach, guck mal, Lauch mag der Arsch wieder. Lauch mag der Arsch. Sackgesicht, ey. So. Ah, das übernimmt der anscheinend nicht. Ich kann die Truhenfarbe in Braun behalten. Bei jedem anders. So, ich geh schon mal runter. Ich komme! BZW. Na, hier ist wieder. Ich muss nur hinfinden. Oh, Bus. Okay, ich hab schon den Weg runtergefunden. I'm an Adventurer. Wow! Oh, ein Video! Hört ihr auch? Ja. Ah. Hallo. Hi. Sup. Das kenne ich sogar noch. Was für ein Schandfleck. Ja, doch, sieht scheiße aus. Hm, ja, ist nicht so geil. Das Gemeinschaftszentrum von Pelikan. Oder was davon übrig ist, zumindest. Hm. Das war die Fee, Italia. Meinst du? Es war der Stolz und die Freude der Stadt. Immer gut besucht. Okay. Und dann kam Großvater. Und hat gepupst. Jetzt schaust du einfach an. Das ist eine Schande. Heutzutage wollen die jungen Leute lieber von ihren Fenstern sitzen und Fernseher. Vom Fernseher sitzen oder Gemeinde zu beschäftigen. Vom Fenster. Wir sitzen vom Fenster. Vor ihren Windows. Ja, guck mal. Das hat Sinn gemacht. Aber lassen wir das. Ich klinge wie ein alter Trottel. Ja, bisschen. Ja. Aber ist okay. Der Joja-Konzern drängt mich schon länger in Stücke Land und sie verkauft damit so ein Warenhaus. So machen das. Ich könnte das Geld gebrauchen, Grumpy aber. Grumpy Lewis. Irgendwas hält mich davon ab, es zu verkaufen. Ältere Menschen. Ich hänge eben an Relikten der Vergangenheit. Wie dem auch sei. Wenn sich noch irgendeiner Mitgliedschaft im Joja-Konzern holt, werde ich es einfach verkaufen. Nein! Nein, das ist uncool. Seufzt. Also, wir werden kein Mitglied da. Nee, keine Mitgliedskarte. Nein. Nein. Lass uns reingehen. Und ich sammle auch keine Punkte. Ich will auch kein Foto haben. Vor allem, bist du einen anderen Weg gegangen, dass das jetzt getriggert ist, oder? Ja, anscheinend, ja. Ich bin straight bin da in die Mine. Gelaufen. Ich bin straight in die Mine gegangen. Ach so, ich dachte, ich auch. Hm, was ist das? Vincent riecht aber komisch. Müssen hier gespielt haben. Ihr seht ja noch verwahrlost aus, als ich dachte. What? Oh, what? Ein Apfel! Siehst du den auch? Nee. Da war ein kleiner lustiger Apfel, der rumgehüpft ist. Ach, aber ich bin bekloppt, weil ich eine Fee sehe, oder was? Was den hast du doch auch gesehen. Nee, hab ich nicht. Guck, jetzt weine ich. Was ist los? Ist der schlecht? Hm. Also er meint, das sind Ratten. Na, guck, da ist er! Ein kleiner grüner Apfel! Das will mich nicht überraschen, wenn der Ort voller Ratten ist. Puff! Ich mach mir Sorgen um dich, Jahre, Shiva. Hör zu. Ich gehe nach Hause. Ich baue was zum Mittagessen. Ja, geh essen, dann siehst du die kleinen lustigen Äpfel auch. Schau jetzt ganz bedeppert aus. Ey,
Das ist ein Crossfrosch. Ja, Masuna hat es auch gesagt. Vielleicht kannst du helfen, die eine oder andere Rate. Ratte, ja, die Rate, das ist richtig. Die kommen in Raten, die Ratten. Merkwürdig. Ich muss Peter zurückkommen und dieses Gebäude genau unter die Lupe nehmen. Muss ich? Ja, auf jeden Fall. Alter, ich wurde hierher geportet. Was zur Hölle? Dann müssen wir da mal reinschauen. Ah, fein. Schau, ich zeig dir die kleinen Äpfelchen. Die sind wirklich da. Die waren auch das letzte Mal da. Also, hier war ich. Da unten, da ist einer. Vielleicht kann ich die jetzt mit dem Schwert irgendwie häckseln oder so. Da ist er. Jetzt ist er weg. Und hier ist ein Leuchtstein. Hier ist einfach nur gibberish. Ja. Ich merke Zelda-Anspielungen. Das ist ein merkwürdiger Ort. Sehr merkwürdig. Nettes Aquarium. Oder was man... Das ist mal ein Safe gewesen. Ah ja. Mag, es ist safe zu sagen, dass der nicht mehr funktioniert. Ich glaube, wir können hier nichts tun. Ich glaube auch nicht. Deswegen wurdest du jetzt hierher geportet. Ja, geil. Sie ist verrückt geworden. Nein, glaubt mir, kleine hüpfende Äpfel. Die haben gewunken und gelacht. Ich hatte aber gerade irgendwas gehört hier. Ich höre auch was. Ha, merkwürdig. Hey, Lini. Ich komme später noch einmal her. Jetzt muss ich gucken, wie komme ich denn jetzt von hier aus Richtung Mine? Ich bin vorhin auch so gegangen. Ich dachte, das wäre der Weg. Gibt es einen besseren? Ah, hier. Es gibt wer bist besseren. Du denn? Es gibt keinen härteren. Demetrius. Demetrius. Es Alter. Ist gut, hin und wieder eine Pause zu machen. Ich mache aber keine. Arsch. Alter, oh, ich bin 10.000 Schritte gegangen. And I would walk 10.000 miles. So, back to base. Da ist der Weg nach unten. Das ist ein großer Stein, mit dem können wir sowieso nichts anfangen. Aber ich find's geil, wie der Dungeon jetzt hier auf einmal wieder neu ist, ne? Das ist cool. Obwohl ich eben schon hier war und der große Stein noch nicht da war. Mhm. So ein Dungeon Crawler hier drin eigentlich. Ich hab Geode. Du hast deine Geode gefunden. Der örtliche Schmied kann ja aufbrechen. Aufmachen lassen. Ja, der örtliche Schmied weiß da Bescheid. Wer weiß, was drin verborgen ist. Ah. Müssen wir also zum Schmied gehen damit. Oh, Slime, I will fuck you up. Jetzt hast du auch 10.000 Schritte gemacht. Ah ja. Sehr gut. Uff, das Geräusch. Ist halt ein Slime, ne? Der macht einfach nur Skaff! Yeah. Und ist tot ist er. Was ist das denn? Das sind Erze. Hey! Na. Hast du mir gemopst? Ich hab das nicht mal. Du hast es. Ja, ich dachte erst, du hättest es gemopst. Ich bin Einzelkind, da werde ich gleich aggressiv. Wow! Hard Tackle. Und die Dinger können einen slowen. Die Slimes. Okay. Die schleimen dich dann voll. Offenbar. So leichter Poison Damage. Nee, hier sind. Hier ist einfach nur so ein Naruto-Tor. Oh, hier ist eine Fackel. Ha. Huh. Da hat jemand nicht lang gefackelt. Hübsch. Au, au, au. Ah, dreh dich doch um, du doofe Kuh. Das ist einer. Geil, Alge. Guten Appetit. Hm. Sehe ich irgendwo deine Lebensanzeige? Ja, neben deiner Energie. Meine. Nein, deine. Nee, meine kann ich nicht, kannst du glaube ich nicht sehen. Ich kann deine auch nicht sehen. Okay. Oh, Truhen. Aber erstmal Slimes beseitigen. Okay, man kann hier ein bisschen schießen.
Du hast eine Geode gefunden. Ja. Passt. Okay, der Slime hatte definitiv was in sich. Holz. Ich habe einen Topaz gefunden. Und noch eine Geode. Wir werden reich. Mad Cash, yo. Hier ist noch mehr Erz. Alter, ohne Scheiß, jetzt kann ich angeln und ich kann Adventurer sein in dem Spiel. Ja. Perfekt, oder? I start to love this game. lass mal den hier nehmen. Ja. Weil das ist durch den Schleim gespawnt. Ich habe das Gefühl, das ist dann was Besseres. Das andere aber auch. Echt? Ja, ich glaube schon. Oder war das eins weiter oben? Da unten ist so ein Fliegevieh. Wo? Ach, da. Oh Gott, okay. Mein Inventar ist... Eine Alge! Oh, ich habe keinen Platz mehr. Ich schmeiß einfach die Steine weg, meine Güte. Stein liegt hier literally überall rum. Ja, also. Kohle kann ich eigentlich auch wegschmeißen. Nom. Ja, hier jetzt sind hier unsere Fliegeviecher. Die Käferfleisch. Was ist Käferfleisch? Käferfleisch. Saftiges Stück Käferfleisch. Monsterbeute. Ja, stimmt, ich kann Kirschbomben herstellen mit Kupfererz und Kohle. Löst eine kleine Explosion aus. Vielleicht können wir die komische Fee ja wegbomben dann. Nächstes Mal, wenn sie kommt. Du willst unsere Ernte. Fuck you, du sprengst die Fee in die Luft. Erstmal eine Falle aufstellen. Erstmal die Fee nuken. Und am nächsten Morgen dann, du hast saftiges Feenfleisch erhalten. Yes. Dann mal gucken. Alter, es ist schon spät. Schau mal, Suna. Oh, stimmt. Müssten also. Das merkt man hier unten gar nicht. Nee, ist. Nee, weil ja hier auch kein Tageslicht ist oder irgend sowas. Ja. Mal gucken. Ja, den Topaz sollten wir wahrscheinlich verkaufen. Also ich glaube nicht, dass wir da noch was groß mit anfangen können. Es sei denn, man kann irgendwie Schmiedekunst lernen, weil das wäre auch noch was ich gerne lernen würde. Mhm. Ich liebe es so zu schmieden, so. Oh, eine Geode. Ja, sehr gut. Müssen wir nur mal gucken, wo der Local Schmied ist. Ah, ich habe den schon mal gesehen. Aber ach doch, hier geht's noch. Alter, hier geht's auch noch runter. Ein bisschen Energie habe ich noch. Ja, ganz wenig hätte ich noch. Sollen wir abhauen sonst? Was war das? Hofbuch aktualisiert. Hier ist der Aufzug. Welchen hast du genommen? Links oder rechts? Links, glaube ich. Ja, nice. Das ist perfekt. Jetzt können wir mit dem Aufzug immer hier runterfahren. Immer hierher kommen. Wie praktisch. Mhm. Sonst müssten wir ja immer von vorne anfangen. Das wäre ja voll blöd. Auch wieder wahr. Oh, ich schlafe, glaube ich, gleich ein. Ja, wir sollten erstmal. Ich glaube, ich gehe, ja. Ach so, Tatsache. In der Mine möchte ich nicht umfallen. Nee. Das kommt bestimmt auch noch später, dass wir die Lore benutzen können. Ich will mit dem Wägelchen fahren. Ja. Topaz kann man bei Gunther spenden. Ja, warum soll ich das spenden? We need that money. Ja. Sieht aus wie die Wohlfahrt oder was? Anscheinend. So. Also ich kann ihn aber verkaufen für gut Geld. Mhm. Also werde ich das auch tun. Bestimmt. I will do that. Das machen wir. Oh, ja, guck mal, ich bin ganz müde. Ah, same. Also ich verkaufe mal alles bis auf die Geode. Und ja, ich verkaufe fast alles. Check this shit out. Ja, ich auch. Das Harz bei dem mal. Slime. Jetzt habe ich jetzt auch Stardew Valley Socks. Ja. Why not? Erdkristall. Das Spiel ist fun aus Versehen. Ich hätte nicht mal gedacht, dass das Spiel so fun ist, aber es ist irgendwie weirdly addicting. Warte, wie erstmal nochmal für eine Fackel? Genau. Habe ich noch Holz? Ich habe noch Holz. Habe ich recht gehabt, dass das cool ist. Schau. Hi. Alter, mein Typ ist richtig... Oh. Vor allem halt zu zweit finde ich das super auch. Hä? Ich hatte noch Energie. Wieso bin ich jetzt müde zusammengekippt? Weiß nicht. Ich habe mich gerade ins Bett gelegt. Vielleicht hat es das irgendwie ausgelöst. Ups.
Minenarbeit war 150. Ja, doch, für ein Topaz. Und ich meine, die werden ja bestimmt... Ja, aber der Topaz hat nur 80 gebracht, ne? Echt? Oh. Ja, der Erdkristall 50 und Kupfererz 4 Stück 20, also 5 für einen. Oh, das rentiert sich aber auch. Ah, ja. Ja, es läppert sich. Hier, das Käferfleisch hat 8 gebracht. Support ist kein Mord, Kutscher-Lifestyle. Kutscher-Lifestyle? What the fuck? Vielen Dank für die Bits, mein Dude. So, was wollte ich hier? Ah ja, ich wollte die Fackeln mal in meinem Haus platzieren. Es ist so dunkel immer hier. Ja, wer bist du denn? Hm? Der Clint steht hier und eindeutig viel zu nah. hi, guten Morgen. Das paar Steine aufgeschlagen und Erz gefunden, also das ist gut. Ach so. Aha. Wenn du Meister aus deinen gefundenen Erzen holen willst, brauchst du einen Schmelzofen. Aha. Zufälligerweise habe ich auch extra Set Blaupausen rumliegen. Hier kannst du haben. Der ist aber gruselig, der Clint. Danke. Woher weiß der das? Hast du noch für Schmelzofen gelernt? Dankeschön. Im Schmelzofen kannst du Metallbahnen schmelzen. Diese Bahnen können für Herstellung und Konstruktion oder werden zur Verbesserung benutzt werden. Shit. Okay, wenn danke. Wenn du ein paar Kupferbahnen geschmolzen hast, kannst du dir überlegen, ob es dieser Werkzeuge verbessern soll. Erleichtert dir deine Arbeit ungemein. Nun denn, ich geh nach Hause. Mach's gut. Danke. Tschüss. Tschüss. Schmelzofen bisschen hier. Gruselig. 25 Stein und 20 Kupfererz. Gut, dass ich mein Kupfererz behalten habe. Hast du eigentlich Dead by Daylight gezockt? Nö. Wir haben einen ganz komischen Brief bekommen. Aha. Meine Quellen verraten mir, dass du dich ein wenig im alten Gemeinschaftszentrum umgeschaut hast. Warum stattest du mir nicht einen Besuch ab? Meine Gemächer befinden sich westlich des Waldsees im Steinturm. Ich habe eventuell ein paar Informationen bezüglich des Rattenproblems. M. Rasmodius, Zauberer. Wie wär's mit Nein? Okay. Westlich des Waldsees, okay. Fucking Psychopath. Wir haben noch einen Brief. Ich habe gesehen, dass du die alte Mine erkundet hast. Du hast die Seele eines Abenteurers. So viel kann ich schon mal sagen. Wenn du 10 Schleime erledigen kannst, hast du dir einen Platz in meiner Abenteurergilde verdient. Pass auf dich auf. Marlon. Das hatte ich sowieso schon fast vor. Ja. Ich wollte eigentlich sowieso gleich nochmal runter und da weitermachen. Ich gieß hier nur noch schnell. BZW, ich schmeiß mal kurz mein Zeug in meine Truhe. Die Geode, Schmied kann sie aufbrechen. Ja, mach ich später. Wobei, ich sollte da heute nicht runter. Ich bin nur auf halber Energie. Ich auch. Okay, dann machen wir das morgen. Ich gehe jetzt hin, ich gehe nur angeln. Ich gehe Samen kaufen. Heute ein gemütlicher Tag. Ja, mal gemütlich. Heute ist Montag, das ist normal. Halbe Energie und so. Montagsenergie und so. Nee, ich gehe nicht wieder bei Opas Schrein angeln. Du kannst das hier unten angeln. Das sind viel weniger. Wir haben hier eine eigene Angelstelle. Binal knickt, das ist aber normal, weil das ja über Twitch läuft. Von daher. So yeah. Hat nicht geklappt. Ich angel einfach keinen Fisch. Fakt ist, Twitch will ja durch die Bits auch ein bisschen was verdienen. So ist das ja nun nicht. Aber das ist auf jeder Seite so. Ja, ja, das ist aber auch, wenn du Donation machst. Eben. Dann wird da auch was abgezogen für Twitch, für die Transaktion irgendwie. Eben. 10 Cent pro Euro oder so. So, dann kaufen wir mal ein paar Samen ein. Heute haben wir ja richtig dicke Geld. Was möchtest du denn? Pastinaken, Blumenkohl, Kartoffeln, Grünkohl. Kartoffeln sind immer gut. Dann nehmen wir Kartoffeln. Die bringen auch recht viel. Flonk. Da geht das Geld dahin. Ein paar Pastinaken noch. Aber Fakt ist, du wirst heutzutage generell
nichts irgendwie an Seiten finden, wo du spenden kannst, ohne ein bisschen was an Gebühren abdrücken zu müssen. Also, ja, aber das ist ja irgendwie auch klar, die verwalten das ja, also. Das ist ja logisch. Die müssen ja nicht die Wohlfahrt. Eben, die müssen ja auch von irgendwas leben. Ja. Deswegen akzeptiere ich das eigentlich auch. Mhm. Ich meine, meine Güte, die nehmen 50% vielleicht, war das. Vielleicht will dir das Spiel sagen, du sollst dich lieber um die Pflanzen kümmern und deinem Kumpel das Fischen überlassen. Ja, ich glaube auch. Ich sollte nicht fischen. Wieso, was ist passiert? Ach, ich hab's versucht. You tried. But in the end, it didn't even matter. Nein. Axe ist nicht stark genug. Ja, you will see. Sobald ich nämlich genug Kupfer habe, um mir einen Schmelzofen zu bauen, ne? Hold on, die Waldfee. Dann scheppert's in der Hose. Gefällt dir der Schmelzofen so gut? Ich liebe es zu schmieden. Jesus Christ, ich habe dieses Spiel gerade so viele Features, wo ich an sich liebend gern mache. Zum Beispiel auch, witzigerweise, das kann ich ja mal kurz erzählen. Ich habe damals mal eine Zeit lang Final Fantasy 14 gespielt. Nicht viel, weil ich gemerkt habe, dass MMOs nichts für mich sind. Mhm. Und, Twitch ist nicht komisch, es ist nun mal so. Die wollen ja halt auch was verdienen. Ja. Irgendwo muss der Scheiß ja auch herkommen. Und Server sind leider auch nicht umsonst. Ja. Auf jeden Fall, ich habe überwiegend damals immer mich mehr mit diesen Subklassen beschäftigt, sprich Angeln, Schmieden. Ich habe kaum den richtigen Plot gespielt, nur wenn es hieß, ja, du musst. Da habe ich gesagt, okay. Komm, schmeiß den einen Stein ins Wasser. Von daher. Und glaub mir, es gibt Seiten, die verlangen mehr als Twitch. Ja, also das ist echt noch okay. Ich meine, Banken machen es ja nicht anders. Wenn du von einer einen Bank auf eine andere irgendwie überweist oder Geld abhebst am falschen Automaten, ja, eben, musst du ja auch eine Transaktionsgebühr bezahlen. Also. Oh, das weiß ich noch. Das war so schrecklich. Da habe ich noch bei Edeka gearbeitet, ne? Und da wollte ich den einen Tag auf dem Weg nach Hause, wollte ich noch bei unserem lokalen Fischmarkt vorbei und mir Fisch für abends holen, fürs Abendessen. Und dann hieß es, ja, du kannst aber bei uns nicht mit Karte zahlen, erst ab so und so viel. Und ich so, na gut, dann so be it. Bin ich Straße weiter hochgegangen und das war aber nicht meine Bank. Also musste ich irgendwie 6 Euro Gebühr zahlen irgendwie oder so. Oh Gott, ja. Dafür, dass ich da Geld abheben durfte. Ich habe auch gesagt, sag mal, geht's noch? Shit's expensive. Dann hättest du lieber irgendwie mehr noch in dem Supermarkt einkaufen können oder so. Da hätte ich lieber noch einen Fisch extra holen können oder so. Ja, genau. Oh, ich glaube, ich gehe in die Kneipe. Ich bin total müde und kann nichts mehr machen heute. Willkommen. Ich habe hier gerade. Ich habe hier gerade den Fang des Tages. Ich habe so viel Glück gerade, was Angeln angeht. Perfekt. Bis Twitch und Donations auszahlt. Wenn du Affiliate bist, braucht es knapp 1 oder 2 Monate. Ich weiß jetzt gerade nicht. Und es muss im Monat über 100 Dollar sein. Unter 100 zahlen die nicht aus. Aber ich kann dich beruhigen. Das wird nicht vergessen. Sobald du über 100 bist, wird dir denn alles, was sich also angesammelt hat, wird denn ausgezahlt. Von daher. Es ist, ne. Twitch ist da aber immer noch subtiler als YouTube, um mal ganz ehrlich zu sein. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Weil auf Twitch habe ich 2 Klicks und ich sehe haargenau, wie viel ich von Twitch bekomme am Ende des Monats, sag ich mal. Ja. Bei YouTube habe ich manchmal das Gefühl, die denken sich am Ende einfach eine Zahl aus. Irgendwas aus. Da steht auch immer was anderes irgendwie. Es ist ganz komisch. Deswegen, also ich traue da YouTube nicht mehr so, eigentlich kaum noch über den Weg. An sich lade ich auf YouTube nur noch Zeug hoch, weil ist so.
Man hat's ja eh. Eben, man hat's ja eh, man macht's durch Twitch sowieso. Ob ich jetzt nur einmal die Aufnahmetaste drücke. Und ich stream ja mittlerweile so viel. Ich kann mir immer schön aussuchen, was ich hochladen möchte. Von daher, ich finde das immer richtig angenehm. So kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich habe jetzt hier tatsächlich richtig Spaß, also lade ich das auch hoch. Anstatt wo ich sage so, das war so eine scheiß Aufnahmesession, das ist, ich möchte nicht, dass sich jemand dran erinnert. Okay, einmal noch. Ich habe mir gerade ein Bier gekauft. Ich sehe schon. Kommst du da beschwipst nach Hause? Sein. Kommst beschwipst nach Hause, während ich hier dafür sorge, dass wir angeln. Bier dass wir, trinken. Dass, ja. Oh, wie sie sich freut. Ey, ich fühle mich wie so dieser einsame Penner-Eremit. Weißt du, der den ganzen Tag nur angelt, damit er leben kann. Und in die Mine geht, damit er Zeug hat. Ich leuchte jetzt voll. Du leuchtest? Bier macht mich leuchtend. Hui. Und ich bin nicht mehr so müde. Cool. Ja, du hast ja auch getrunken. Ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen. Bin Anfang des Jahres irgendwie nicht mehr mitbekommen. Aktuell komme ich über die Runden, also... Ich kenne dich nicht, warum redest du mit mir? Also ich achte schon aktuell darauf, dass ich irgendwie noch mal was Berufliches finde, aber ich mache mir jetzt nicht hier die Panik deswegen. So, warte mal. Ich fetz mich schon mal hin. Opas Melodie! Sie Nein, die ist gruselig. Sie ist gruselig? weißt du, dass du das benennst? Ich habe Speedwagon genannt. Du fliegst mit dem Speedwagon durch die Gegend. Das ist auch mal was Neues. YouTube ist auch viel mehr Aufwand für weniger Erlös. Ist es auch, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Da, ja. Du kriegst bei YouTube, ich glaube mittlerweile ist es ja sowieso jetzt durch, du kriegst ja nicht mehr pro Klicks, sondern nur noch für Aufrufzeit. Was mich, was ich mir irgendwie, ich kann mir immer nicht vorstellen, dass YouTube das so genau nimmt, weißt du? Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Deswegen, und dann, ich call da immer ein bisschen Bullshit, wenn ich ehrlich bin. Bei Twitch, du weißt, woher das Geld kommt. Bits, Subs, Ende. Ja, das ist halt alles so durchsichtig. Und ja, bei YouTube ist es irgendwie so ein... Ja, du kriegst vielleicht, ja, mal gucken, irgendwie vielleicht ist es... Irgendwie mal da, ja. Deswegen ja, das habe ich ja gestern gepostet. Dass YouTube ja unbedingt es versuchen will, ins Twitch, also ins Streaming-Business zu schaffen und aus meiner Sicht dabei volle Kanne versagt. Ah, oh, ein Minispiel! Es gibt Arcade-Automaten im Saloon. Ich finde das nur gerade interessant, weißt du? Ich liege im Bett und du bist irgendwo in der Stadt. Ach, du bist schon ins Bett gegangen. Es ist 20 vor 0. Ups, ich habe die Zeit in der Kneipe irgendwie so ein bisschen vergessen gerade. Soll ich nach Hause kommen? So langsam, es wird spät. Na gut, es tut mir leid, es ist so lustig hier mit den netten Leuten und das Bier schmeckt so gut, aber ich komme. Oh, ist ja schon ganz dunkel, hui. Hui, mir ist so ein bisschen schwindelig. Na, generell. Ich sehe ja gar nichts mehr. Wenn wir heute Abend oft ein paar Minuten reden. Ja, für sowas. Nee, sorry. Sorry, my dude. Muss mal gucken, dass ich irgendwann mal so solche größeren Runden mit der Dings mache. Aber ich möchte es eigentlich vermeiden, so Leute zu bevorzugen. Hallo! Oh! Ups! Bett. Weißt du eigentlich, wie creepy das ist? Dass hier einfach jemand in dein Haus kann? Ich hätte auch schlafen können. Fischerstufe 2. Möchtest du schlafen? Oh geil, ich kann Köder herstellen.
Cool. Ich habe 460 durch Fischen gemacht, also, ne? Oh. Wow. Ich habe heute ein bisschen, ich habe verdient ein bisschen. Ich habe 400 für ein Bier gezahlt. Du hast meinen gesamten Tageseinnahme versoffen? Tut mir leid. Ich mach's nie wieder. Jesus! 400 für ein Bier? Ja, Haben die das hier der war selber so gebraut nett. oder was? Ja, und der war so nett, weißt du? Und dann, das war so lustig. Oh boy. Ey, Krähe, verpiss dich! Aber by the way, ich habe hier gemischte Samen. Gemischte Samen. So einfach hier. Eat. Ich glaube, wir brauchen eine Vogelscheuche. Probably. Ja, weil die macht uns immer was kaputt, die Krähe. Warte mal. Holz, Kohle und Fasern. Was Okay. brauche ich für Köder? Käferfleisch! Ich gehe in die Mine. Ich habe gestern genug verdient. Mir geht's heute nicht so gut. Du kannst bei der Weir selber brauen. Ja, schau mal einer, guck. Gibst du keine 400 Gold aus? Aber das war echt sehr lecker. Es hat sich schon gelohnt. Das ist schön. Ich guck mal, wie es dem Penner geht. Wenn ich schon mal da bin. Hey, Pennerman. Bist du gekommen, über mich lustig zu machen? Ja. Das ist in der Regel mein Vorhaben. Immer, Oh, das ist ein wenn schöner es Vogel geht. gewesen. Kann man nachher irgendwie schleichen oder so? So. Warum möchtest du schleichen? Vielleicht kann man Vögel fangen oder so. Ach so, okay. So, let's go. Minenadventure. Ich brauche Erze, damit ich mir einen Ofen machen kann. Yes, Kupfer. Nee, ohne Scheiß. Dieses Spiel hier hat so diese Features, wo ich am meisten liebe. So Schmieden, Fischen. I love this shit. Ja, du hast, glaube ich, noch gar nichts eingepflanzt, gell? Das Nee. mach nur ich. Ja, dafür hast du nicht wirklich was geangelt, Voll oder? witzig. Ne? Ja, das ist total lustig, dass sich das gleich so aufgeteilt hat irgendwie. Ja, so Gartenarbeit, das Witzige ist, in Real mache ich sogar gerne Gartenarbeit, so ist das nicht. Aber in Spielen meistens weniger. Okay. Ja, musst ja nicht. Da bin ich eher so der Angler oder Adventurer-Dude. Fischer. Ja. Ach, wie war das mit der Vogelscheuche? Holz, Kohle und Fasern. Dann mache ich heute mal eine Vogelscheuche. Ja, also offenbar hatten wir eine Krähe im Beet, wo Ja, es irgendwie. fehlen auch zwei. Ja, ich glaube, dann wäre eine Vogelscheuche gar nicht mal so unpraktisch. So, ich bräuchte Monsterfleisch, da kann ich mir Köder bauen. Wäre mal gespannt, was ich damit fangen kann. Du machst die Mine klar. Basically, yes. Yes, Erz. Kupfererz. Überwiegend, damit ich mir nachher ein Holz, also hier so einen Ofen bauen kann. Ja. Das Problem ist, dass. Ich frage mich, kostet es was, diese Geoden zu öffnen? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo man das macht. Beim Bei dem Schmied. Archäologen? Nee, beim Ach, beim Schmied hieß Schmied. es. Aber ich wüsste nicht mal, wo der ist. Ja, ich frag's mich auch gerade. Emily, Bürgermeister Schmied, geöffnet von 9 bis 16 Uhr. Der ist ganz rechts. Unter dem Jojo-Markt. Cool. Oh, yes, ein Amethyst. Aber Cool. ich muss gleich schon los. Ich hab kaum noch Energie. Was ein Oh. bisschen doof ist. Ich auch nicht. Ich Warum? war Hast du noch gar voll. nichts gemacht? Also, ich war voll mit Energie. Aber ich bin auch hier die Ich ganze glaube. Zeit. Ich habe, glaube ich, zu viel getrunken. Ich glaube, mir geht's heute nicht so gut. You don't feel so good. Mine verlassen, ja. Ja, das ist natürlich doof, dass ich jetzt hier ohne Checkpoint und vor allem ist es gerade mal Vormittag, Alter. Blöd. Kostet 25 Gold, so eine Geode zu öffnen.
Okay. Billiger als Bier. Ja. Was ist das für ein... Bist du das? Das kann sein. Ich mache Geräusche. Oh, ein Frosch! Oh. So. Ich brauche nämlich Büsche für die Vogelscheuche. Ah. So, Amethyst. Mad Cashew. So. Das Kupfer brauche ich noch. Beziehungsweise ich lege mich mal ein bisschen hin. Recharge ein bisschen. Klappt das, wenn ich nicht schlafe? Glaub ja nicht. Ja? Weil wenn ich ins Bett gehe, dann heißt es ja warten auf anderen Spieler. Aber meine Energie recharge sich so ein bisschen. Echt? Ja, so ganz langsam geht ihm hoch. Ach so. Oh, ich brauche noch Kohle. Hast du Kohle? Ja, findest du in meiner Truhe. Ich hab, glaube ich, cool. Nicht viel, aber... Dann kann ich die noch schnell basteln und dann ins Bett gehen. Ja gut, ich bin schon wieder im gelben Bereich. Also so ein bisschen, für ein bisschen Angeln reicht das jetzt, glaube ich, gerade. Ah ja. Da ist aber keine Kohle. Ich glaube, jeder hat seine eigene Truhe. Das kann sein. Oh. Ist ja blöd. Dann muss ich noch Kohle suchen. Oh. Oder du legst mir eine raus. Oder so. Was ist... Wieso ist dann... Oh, I see, I understand. Do you understand? Ups. Cool, man kann auch noch zusätzliche Schätze bekommen. Das war ein bisschen tricky beim Angeln. Weil du denn da auf dieses Schatz-Icon noch kriegen musst irgendwie. Und da musst du auch kurz drauf bleiben. Mhm. Aber dann krieg ich einen Lachs und eine Truhe. Mit einem Diamanten! Und Kohle! Oh, geil! I found some fucking diamonds! Cool! Ja, warte mal, wo bist denn du? Ich hab Kohle. Ich bin müde. Found a fucking diamond, bitch! Hast du was zu essen für mich? Ich hab Kohle. Die kann ich nicht essen. Wo bist du denn? Hier, ich komme schon. Ah. Wie so ein Zombie. Nee. Ich komm zur Truhe. Ich bin gleich da. Halbe Stunde. Höchstens. Jesus, bist du langsam. Hier. Ja. Tut mir so leid. Dankeschön. Achso, das ist nur ein. Warte mal. Ich brauche, glaube ich, auch nur eine. Ja. Aber hau her. Kann ich jetzt nicht. Ah, jetzt. Ah ja. Dankeschön. Dass man dir nicht. So. Dass ich dir nicht beide geben kann, ne? Doof. Ja. Eine Found Vogelscheuche. A fucking diamond. Like diamonds in the sky. Ah. Guck mal, ich hab's genau geschafft. Eine Vogelscheuche. Wo stelle ich denn die jetzt hin? Müsste eigentlich ja beim Beet, ne? Ja, eigentlich schon, aber die passt hier nicht rein. Ach, ich mache einfach die gemischten Samen kaputt. Du könntest das Beet ja auch ein bisschen erweitern eigentlich, oder? Nee, da ist ja das Wasser. Ich meine in die andere Richtung. Aber da ist doch der Zaun. Ja, den kannst du ja neu setzen. Nein, das geht nicht. Nein? Das kann man nicht mehr wegmachen. Das ist illegal. Ja. Da kommt die Zaunpolizei. Und schlägt uns zusammen. Aber voll. Geh jetzt ins Bett. Tu das. So. Fix und fertig. Ich werde auch noch ein bisschen angeln und dann wahrscheinlich auch früh ins Bett, früh aus dem Bett. Heißt es ja. Genau. So schaut's aus. Wo ist eigentlich unsere Katze? Haben wir die jetzt schon oder nicht? Frau hat Kater und nur am Meckern. Was? Nein. Aber wo ist unser Kater? Ich will mal kurz gucken.
Du bist ja noch nicht im Bett, ne? Nee, ich angel noch ein bisschen. Oh, das hat wirklich geklappt. Mir geht's jetzt ein bisschen besser wieder. Cool. Was saufst du auch die ganze Nacht? So ein bisschen hinlegen war super. Ja, keine Katze da. Kein Kater. Den hab nur ich. Okay. Ich wollte gerade sagen, den Kater hast du. yes. Ein Swartzborst. Und eine Truhe. Keiner da. Oh, geil. Einfach mal so Köder gekriegt. How die Kerze kommt noch. Okay, das will ich aber hoffen hier. Wie benutze ich denn die Köder? Lässt Fische eher anbeißen, muss erstmal eine Angel angebracht werden. Ich hab... But how do I do this? Hui. Ich hab mein Werkzeug in die Kiste. Ich bin doof. Macht nichts. Erstmal den Diamanten verkaufen. Oh, die Gotteslachs. Like diamonds in the sky. Okay, ich hätte jetzt auch Lust auf so einen Gotteslachs. So ein Lachs. Das, der Lachs Gottes. So. Lecker. Ja, ich merke schon, also. Du bist ins Bett gegangen. Ja, ja, bin ich. Dann gehe ich auch. Ich merke schon, also hier, Minenarbeit ist, kostet echt Energie. Oh ja. Also da holler die Waldfee. Weit kommst du aber alleine saufen nicht. Saufen auch, du. Saufen auch? Das ist der Wahnsinn. Alter. Minenarbeit, 750 wow. Für den Diamanten. Boah. Richtig geil. Mad Cash, yo. Das bringt ja total viel. Da gehe ich jetzt heute auch hin. Ah, ich brauche eine neue Angel dafür. Mm. Na, wo willst du jetzt hin? In die Mine. Ah, gut, dann gehen wir zusammen. Mhm. Ja, warte mal. Oh, Katze! Wo? Hier, bei mir. Warte. Hallo, Eroshiva. Hallo, Mani. Siehst du die Katze hier? Nee. Welche Katze? Du rennst da wie so ein Verrückter im Kreis. Was denn du? Ich habe sie an deiner Hofeinfahrt gefunden. Ich glaube, sie ist ein Streuner. Armes, kleines Ding. Aber einen Streuner nehme ich fall nicht, gell? Wer weiß, was die mir anschleppt für Krankheiten. Es scheint ihr hier zu gefallen. Meinst du nicht, dass dein Hof eine gute Katze gebrauchen könnte? Ja, eine gute Katze. Ja. Eine gute, keine Scheißkatze. Oh, wähle einen Namen. Oh nein. Zunder. Zunder? Wenn ich irgendwie ein Tier benennen muss, nenne ich es in der Regel Zunder. 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 Ich will auch die Katze sehen. Siehst du sie nicht? Ich finde dich nicht mal. Aber Zunder, das passt zur Explosion. Wo bist denn du? Vor meinem Haus. Komm her, Zunder, sei ein braves Kätzchen. Ja. Bist du nicht. Doch, du rennst hier wie bekloppt immer um uns rum. Nein, du existierst. Die Katze ist jetzt in deinem Haus. I swear. Jetzt bist du da. Ah, Katze. Hallo, aber Katze. Wahrscheinlich, weil du in der Cutscene warst. Oh, ja, verstehst du? Cutscene? Okay, sorry. Damn Puns. So, auf jeden Fall. Erstmal wieder dem Penner guten Tag sagen. Ja. Ist irgendwie der. Oh, oh nein, nein, nein. Ist irgendwie bislang der einzige, mit dem ich sozusagen Kontakt habe. Mit dem Penner. Wir müssen zuerst hier das Feld ernten. Okay, sonst gut genug. Vertrauen. Kaputt. Tut mir leid. Du sollst mir auch nicht vertrauen, du Sackgesicht. Ich gehe schon mal vor, soweit. Na gut. Ich fang schon mal an, so muss ein bisschen. Noch gießen. Ich fang schon mal an, ein bisschen zu morden. Okay. Und dann komme ich mit super viel Energie. Genau. Außer ich gehe wieder an der Schenke vorbei. Ja. Oh, eine Schenke, das wusste ich ja noch gar nicht. Schauen wir mal rein. Oh, guck mal, Alkohol. Hui! Wer hätte das gedacht? Alkohol. Oh, schau, ein Bier. Ich sollte vielleicht auch nicht jeden Stein zerkloppen, sondern... Nee. Das Problem ist, meistens sind ja die Eingänge zu den nächsten Höhlen unter Stein. Ja. Sprich, du musst ein bisschen rumkloppen.
Aber sobald die Leiter da ist, würde ich sie benutzen. Ah, gefunden. Okay. Also die Farmarbeit hier, die macht mich fix und fertig. Zwei Felder jetzt ist das gemacht und Energie ist fast weg. Hm? Oh Gott, es gibt hier einen Dickdarm. Ich kämpfe gegen Dickdarm. Ich habe erst Dickdarm verstanden. Nee, hier, es gibt ja diese komischen... Alter, die sind fies. Die tauchen immer genau unter dir auf und machen Schaden. Ach, die. Oh Gott, echt? Alter. Ich glaube, ich esse eine Pastinake, damit es mir wieder besser geht. Ich habe Quarz gefunden. Ist doch jetzt. Jetzt. Njam, 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 njam. Gesund. Und dann esse ich noch eine Kartoffel. Jetzt habe ich Quarz gefunden. Wie geht's dir? Soll ich dir eine Kartoffel mitbringen? Oh, wäre nicht schlecht, just in case. Weil ich würde es gerne schaffen, dass wir halt den nächsten Checkpoint erreichen, sag ich mal. Ah, nice, ja. Gefunden. Okay, Slime ist jetzt nicht so... Oh, Crit! Critical! Cut-Ziele. Und Quarz. Squad. Was man alles machen kann, den Quarz kann man einschmelzen, okay? Also behalte ich den, wenn ich den Ofen hab. Vögelchen! Oh. I'm slimed. Die Biester halten langsam echt was aus, oder mein Schwert ist einfach nur scheiße. Ich glaube beides. Okay, blocken ist dumm. Ich bin aber gerade noch gut, was Energie angeht. Kiste! So, ich bin in der Mine. Okay, ich habe schon zwei Gänge gefunden. Ich sammle hier gerade Essen dabei. Okay, das ist gut. Es geht gerade bei mir sogar noch. Ah, ich habe den Weg gefunden. Perfekt. Also ich glaube, ich laufe dir hinterher. Ja, das ist dann ja auch richtig so. Sollte eigentlich keinen anderen Weg geben, soweit. Okay. Ja, genau, von hier kam ich. Also, genau. Da bist du, hallo. Ah, hey, perfekt. Super. Weil hier oben geht es nämlich schon direkt weiter. Wenn du nach Wie oben blöd, gehst. Ich habe meine Spitzhacke vergessen. Nice. Dann bist du halt jetzt gerade. Vorhin noch gedacht. Dann bist du halt jetzt Support Character. Ja. Ich heil dich. Genau, ja. Was ist das denn? Inventar. Gibt's hier irgendwie keine Gegner? Also hier keine Ahnung. Ich habe schon einiges weggebasht. Also hier war ich jetzt auch noch hier nicht. Hier ist eine Leiter. Ich hab einen Topaz, yay. Leiter schon gefunden? Ach, da kann man nur raus. Okay, nichts tun. Es muss ja offenbar eine sein, die nach unten geht. Also müsste sie eigentlich hier bei den Steinen... Müssen wir ja, ich habe mich nur einmal im Kreis gedreht. Das war die, von der wir gekommen sind. Oh Gott, mal, ich hab was gefunden. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt... Hast du was zu futtern gerade? Meine Energie ist langsam low. Ich wollte es dir gerade anbieten, ja. Warte mal, ich bin aber gerade voll. Ich schmeiß mal den Slime weg. Oder warte mal, ich könnte auch einfach... Du kannst es mir geben, ich habe Platz. Ach shit, warte. Ich habe mehrere Slots, ich habe extra das Zeug weggetan. Warte mal. Gebe ich dir einmal Slime. Ja. Was ein bisschen nervig ist, weil ich jedes Mal dir nur ein Ding geben kann. So. Und du kriegst eine Kartoffel. Geil. Kartoffel. Nein, zwei. Achso. Ups. Warte. Kann sich gerade nicht um meine Anfrage kümmern. Ja, ich war mit Essen beschäftigt. So, jetzt. Da kann ich mich auch immer nicht um Anfragen kümmern. So. Und nom. Nom, 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 nom. Ready for action. Passt. Hä? Achso.
Was machst du denn? Du haust daneben. Hui! Oh, ein Stein. So, wo ist... Ah, hier! Juhu! Bingo, Quarz! Oh, cool! Holz. Yes. Holzi, Kupfer. Holzi, Holz. Also ich glaube, ich hätte jetzt schon genug Kupfer, um meinen, um den Ofen zu bauen. Cool. Okay, warte mal. Schleimi, stirb! Ja, manche halten echt viel aus. Mhm. Jetzt auch. So. Bei mir so, hast du gerade voll rumgegaggt. Oh nein! Ah, es ist ein Secret. Secret Boss. Was? Oh nein, ich komme. Okay, es ist tot. Oh. Ist das splattert. So, eigentlich müssen wir einen Weg müssen wir noch finden, dann ist nämlich wieder Dings. Mhm, ja. Aber hast du gerade noch eine Kartoffel? Ja. Ah, ich hab's gefunden. Gute Kartoffel. Perfekt. Yes. Die gute Kartoffel. Mh, Kiste. Und Norms. Dun, 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 dun. Yes. Oh, cool. Du erhältst Lederschuhe. Lederschuhe, geil. Cool. Auf Hast jeden Fall. Hast du auch welche? Nö. Oh. Aber ich kann jetzt den Schmelzofen bauen. Geil. Cool. So, raus hier. Und wie ziehe ich die jetzt an? Hm. Ich gehe schon mal langsam zurück und baue noch mal den Schmelzofen. Ja. Das war die männlichen Schleime. So in etwa. Ich möchte gerne diese Schuhe anziehen. Das bringt mir nicht wirklich was. Ja, fick dich. Nimm mal den Stein nicht. Das willst du auch. Du bist ein Penner. Du hast nicht wählerisch zu sein. Ach, Müsli-Riegel könnte ich mal ein paar herstellen. Dann haben wir Essen in der Mine. Müsli. Die sind gar nicht schlecht. 45 Energie. Das, ja, das ist ja eine Menge. Da brauchen wir Eichel, Ahornsamen und Kiefernzapfen. Ich habe noch keins davon gesehen. Ich habe ein paar Sachen davon schon eingesammelt. Das Schmelzofen. Ist doch gut. Das ich find's so gut. Pups Explosionhof und die Katze heißt Sunder. Das passt einfach perfekt. Okay, how do I... Ah! Hallo, Firo. Weißt du, wie du die Schuhe ansetzen kannst? Nein. Also, wenn du oben auf... nee, warte. Auf Inventar gehst, ne? Ja. Da unten siehst du Ausrüstung. Genau sowas habe ich gerade gesucht. Und da kannst du draufklicken. Geil. Schade, dass die halt genauso aussehen wie meine, aber das Leder ist sehr geschmeidig. Plus 1 Verteidigung, plus 1 Immunität. So, jetzt habe ich hier einen Hochofen, aber how do I use this? Hm. How do one use? Es ist so dunkel. Benötigt Kohle. Ah. Sag doch das gleich. Ah. So. Hast du noch welche? Ich denke. Gut. Ja, habe ich noch. pup. Und pup. 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 Quarz können wir ja einschmelzen. Das werde ich auch gleich mal machen. Hm. Das schaut ja witzig aus. Ah. Ach so. Oh. Wow. Wie cool. Und dann dauert das ein bisschen, I guess. Stein, Holz. Also man braucht Kohle im Inventar, um dann da was reinzuschmeißen. Ich glaube, ich verstehe. Ah. Man braucht Erz und Kohle. Erz wählen und dann Ofen klicken. Ja, ich habe gedacht, man müsste erst irgendwie den Ofen anzünden oder so. Scheinbar nicht. Und man kann immer nur eins zur Zeit haben. Also gehen wir davon aus, pennen gehen. Energie tanken und dann am nächsten Tag sollte das ja dann fertig sein. Ich weiß ja nicht, wie lange das dauert. Ich auch nicht.
Ich bin jetzt mit dir schon weiter in dem Spiel, als ich das jemals alleine geschafft habe. In einer viel kürzeren Zeit. Naja, das passiert, wenn man. Bist du schon wieder in der Bar am Saufen? Nein. Dein Ofen Bier. ist fertig. Oh, na gut. Steh ich ja nochmal auf. Ach, Tatsache. Veredelter Quarz. Vollendet veredelter Spitzenkaffee. Verendet veredelter Spitzenkaffee. Und was kann ich denn damit machen? Einfach verticken? Vielleicht. So, Okay, ich erstmal. kann hier noch nichts machen. Dann. Ah, nein. So, okay. Ich gehe schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Bäh. Was ist das? Ach, die Katze. Oh Gott. Ja, du hast eine Katze bei dir. Ich habe immer nur noch meine Kerze und Loneliness. Voll traurig. Nicht mal ein Kamin, gar nichts. Eine Fackel vor dem Haus. Ja, warum nicht, ne? Ja. Sehr gemütlich. Ist gemütliche. Gemütlich. Oh, es ist so. Jetzt mal so ganz nebenbei. Es ist auf dem Stuhl so bequem einfach. Ah, oh, schön. So, und wumm, anzünden. Jetzt ist nur die Frage: Jetzt habe ich ja so einen Hochofen. Wie kann Ja, ich Zeug schön. upgraden? Wie kann ich jetzt Zeug upgraden? Weiß nicht. Aber wir haben Das. Post. Cool. Verschwunden. Ich habe meine Lieblingsaxt verloren. Tja. Wenn du sie findest, bring sie sofort zurück. Ich habe eine ganz schön schwere Zeit ohne sie. Wer auch immer sie findet, bekommt 250 G-Finderlohn. Robin. Mad Cashew. Ach, Katze. Ich glaube, ich behalte die Axt. Ich glaube, die ist mehr wert. Braucht man bestellen für gewisse Rezepte? Ah, okay. Also packen wir es lieber erstmal in Sicherheit. So, ich werde mal gucken. Jetzt möchte ich nämlich auch mal Geld ausgeben. Ich werde jetzt nämlich mal dafür sorgen, dass wir die Geoden mal öffnen. Du Das. hast wirklich noch gar kein Geld ausgegeben. Nee, noch nicht einmal. So, wo meintet ihr, soll der Dings sein? Der Schmied? Der ist ganz rechts. Wenn du auf die Karte schaust, kannst du dir die Ah, Häuser da, Schmied. anschauen. Ich sehe schon. Okay, auf nach rechts. Auf nach Osten. Hinfort. Oh, ich habe eine super Kartoffel. Eine super Kartoffel. Ja. Oh, es ist also technisch gesehen ist das der Stuhl, den ich mir seit Jahren gewünscht habe. Ach, perfekt. Ja. Wer bist denn du? Alex, die Luft wird Ist langsam er noch nicht wärmer. Ich bin zusammengekracht? aufgeregt. Nö, ich lebe noch, also. Wie Und konnte wie ich gut denn? kannst du die Lehnen einstellen? Auch so auf halb oder ist es Ich blöd? kann die hoch und runter machen, wie ich möchte. Okay, Das ist cool. voll cool. Ach, hier ist der Jojo-Markt. Ja, fuck you, ich beschmeiß euch mit Eiern. Ja, Wo ist mach der Sch das. Ich bin nur Aber hier. kauf die Eier bei dem anderen. Ich will eigentlich nur zum Schmied. Ist das der Schmied? Warte. Bist du Schmiedfried? Ja, du scheinst mir Schmied. Ja, du bist der. Ich behalte Laden. mal zwei Kartoffeln für uns. Alter, das kostet aber. Benötigte Kupferbahn. Ah, lass mich raten, ich kann die Kupfererze auch da. Die Klumpen auch reinschmeißen und dann Erze draus machen. Ärzte? Die Ärzte. Ja, stimmt, Kupfererz. Kann ich wahrscheinlich auch. Ja, das kaufe ich ja nicht. Bin ja nicht bescheuert. Eichel, Ahorn, Kiefer. Geode aufbrechen. Eichel? Oh, ich Was ist ein habe auch noch fünf Artefakt Geoden. gefunden? Der Direktor des örtlichen Museums hat sicher daran Ahorn. Interesse. Was ist das? Kiefer. Zwergischer Helm! Günther kann dir mehr darüber erzählen, wenn du so ein Museum spendest. Kann ich es mir auch auf den Kopf setzen? Das war so gut. Nee, leider nicht. Oder? Ach, schade. Nee, leider nicht. Nein, nicht in den Müll schmeißen! Jesus! Dass der alles wegschmeißt.
Geoden aufbrechen. Ich gebe mal ein bisschen Geld aus, ne? Jo. Schmied ist ganz rechts. Shiny. Alles für Museum, wahrscheinlich. Ob wir daraus Geld kriegen? Lehm. Du hast kein... Ach so, stimmt, weil ich die Geoden jetzt ja... Warte mal, was ist das jetzt hier alles? Was ist das, Skullduggery? Erdkristall. Ach hier, Mineral, das ist der Donnerei. So, warte ein mal. Ein Donnerei? Ja, ich hab ein... Wow, hi. Kommst du denn her? Lege einfach deine Geoden auf meinen Amboss, dann hau ich drauf. Okay. So, jetzt ist die Frage-Karte. Wo ist das Museum? Okay, da waren Steine drin. Toll. Ach, da ist der Turm des Zauberers. Ja, okay, das ist schön. Ja, gut. Es gibt hier Orte, wo wir noch gar nicht waren. Erdkristall! Das ist ja wie ein Überraschungsei, so eine Geode. Ja, es ist wie eine Lootbox, nur... Ja! Ohne Geld. Die Steine schmeiße ich weg, die brauche ich nicht. Gemeinschaftszentrum. Wo ist denn das Museum? Ein Kalkstein. Unter dem... Im Museum war ich schon. Das ist bei dir. Also unter uns, glaube ich. Ach, ja, Tatsache. Oh, hi. Howdy, Partner. Und Lehm. Gunther. Gutes Lehm. Entsetzlich. Die einzige Stücke in der gesamten Collection. Ich glaube, du hattest mehr Glück. Das kann sein. Oh, meinst du? Oh, ich bin gefunden. Lass mich mal sehen. Bemerkenswert. Ist sehr alt. Ich würde gerne genau eine Lupe nehmen, aber es gehört dir. Bei mir kommt gerade ein Video. Wenn ich mir gefallen bin, musst du eventuell neue Fundstücke wie Artefakte oder Mineral spenden. Wir können zusammen bahnbrechende Entdeckungen machen. Und wer weiß, wenn du weiter spendest, schicke ich dir vielleicht einen oder anderen interessanten Gegenstand, über den ich stolpere. Denk drüber nach, ja? Weil was spenden wir? Jetzt bringe ich das Objekt einfach hier zur Rezeption. Okay. Bin ich voll down für. Wenn du da fertig bist, könnte bei dir ein Video kommen. Ich glaube, das ist das. Oder? Pfui, es stinkt. Nee. Nee. Das kommt aber gleich. Ich habe aus Versehen da... Ich bin irgendwo hingerannt. Mal wieder. Ah, ich kann einfach... Hat dem Museum dwarfischen Helm gespendet. Ach so, du hast den Helm gespendet. Okay, das ist ja... Ja, ich spende... Ich gebe dem Typen gerade einfach alles, was er haben kann. Haben will. Ein Museum Thunder Egg. Thunder Egg! Thunder! Hier fehlt ein Buch. Dass es bei dir gar nicht kommt, das Video? Das kann sein. Ich meine, kam da bei dir jetzt das Video mit Gunther? Nee, war das ein richtiges Video auch? Ja, das war eine richtige Cutscene. Ach so, nee, das kann... Aber vielleicht, wenn wir beide gleichzeitig eine Cutscene aus... Ja, wahrscheinlich kriegst denn der eine nur die eine und, ne? Ja. Oh, shit. Hoi, es stinkt! Kohle. Nee, Stein. Einfach nur ein Stein. Was auch immer das ist. Granit. Warum ist sie verschlossen? Ich will die Kanalisation erkunden. Ich denke, Gunther hat den Schlüssel. Professor Gunther? Der Mann, der das Museum leitet? Warum denkst du, dass er ihn hat? Ich habe mal einen großen, alten, rostigen Schlüssel aus seinen Taschen fallen sehen. In eine gruselige Kanalluke wie diese kann nur ein großer, alter, rostiger Schlüssel passen. Ja. Jo, wir haben einfach mal Blumenkohlsaat bekommen durch die Spenden. Geil. Das ist geil. Oh Gott. Irgendwas ist in der Kanalisation. I smell adventure. Irgendwas darin bewegt sich. I smell adventure. Die haben ganz viel Angst, die Kleinen. Und ich gehe da gerade hin. Spannend. Ich werde jetzt von einem Ungeheuer gefressen. Ich stehe auf grünem, glibberigen Schleim. Und jetzt habe ich mich total erschreckt. Und wir sehen Kühe. Und ich bin weitergegangen.
Wir wissen nicht, was da lauert. Aber Gunther weiß es. Gunther. Wo ist Gunther? Penny. Dann fühlt er eine kleine Stelle in unserer Bibliothek zu haben. Ja, sie mag offenbar Erdkristalle nicht so. Wo ist Gunther? Wer ist Gunther? Wo ist Gunther? Wieso ist Gunther? Wer bist du denn? Sam! In dieser Zeit im Jahr großartig aus, oder? Alter, was ist mit deinen Haaren? Das fragst du? Ja! Don't judge me! Ich geh mal Sachen verkaufen. Und dann gehe ich den Gunther suchen. Der ist unter der Schmiede. Wer wohnt denn hier? Ja? Ja, da war ich jetzt schon. Ich habe dem einiges gespendet. Deswegen können wir jetzt ja Blumenkohl anbauen. Ach, Gunther ist der Schmied. Nee, nicht der Schmied. Der Gunther, dem gehört die Dings hier. Das Museum. Ah! Okay. Das ist super. Auf der Karte stand nämlich nur Museum und nicht Museum von Gunther. Ja. Wahrscheinlich ist Gunther einfach nur ein Assi. Der hat ja auch diesen ominösen Schlüssel. Nein, die Kartoffeln behalte ich. So. Ich werde auch gleich mal gucken. Also, ich gebe dir gleich mal, beziehungsweise ich packe die Blumenkursaat einfach mal in die Truhe. Mhm. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich sowas pflanze, also von daher. Einfach da reintun. Einfach in den Boden. Einfach in den Boden. Aber ich mach's gerne. Wenn du es nicht machen willst. Oh. Beziehungsweise dann kriegst du schneller die Boni für sowas. Ist, glaube ich, besser. Stimmt. Hä? Wieso geht das nicht? Und ich krieg weiter meine Boni fürs Angeln. Kaufe Höhlenkarotte. Mal 1 zum doppelten Marktpreis. Bitte direkt an mich liefern. Ui. Was wollt ihr? Aber wo kriege ich denn eine Höhlenkarotte her? Probably aus einer Höhle. Ja, suchen wir mal. Also es kann sein, dass ich morgen mal zum Strand gehe und hier den ollen Fischmähern besuche. Mal gucken, vielleicht kann ich mir eine neue Angel leisten. Oh, das wäre doch toll. Vielleicht kriege ich da ein bisschen geileren Fisch. Who knows? Ich glaube, der Fisch ist einfach tot auf dem Meeresgrund. Okay. Ist das hier nicht das Richtige? Oh, yes, der hat Cola. Schon zu. Ah, shit, aber ich habe gerade... Wieso riecht das hier gerade so lecker? Was riecht lecker? Irgendwas riecht hier bei mir lecker. Someone is doing Mittagessen. Oh. So, erstmal... Aber warte mal, wenn ich Kupferbahnen herstellen kann, nein. Warte mal. Beziehungsweise, warte mal. Wir haben ja gerade Platz in unserer Dings, ne? Mhm. In unserem Beet hier. Ich pflanze mal. Jo. Dann mach. Muss ich das die auch direkt... Die vertragen sich auch alle. Muss ich da irgendwie noch gießen direkt, oder? Nee, du kannst die eigentlich direkt reinmachen. Okay, dann... Du musst danach gießen. Also mit der Hacke drauf. Also hier zum Beispiel. Bei sowas kann man mit der Hacke drauf gehen. Na, ich habe jetzt schon gar keine mehr. Also ich habe alles. Ja. Ich habe da jetzt alle drin. Aber dann muss man noch gießen, sonst wächst da nichts. Also. Genau. Sonst vertrocknet das einfach und dann weinen wir alle. Kann man im Lehmboden finden. Ah, okay. Ich hätte gern einen Sprenkler. Ich wünsche mir einen Sprenkler zum Geburtstag. Ein Splänkle. Ja. Willst du schlafen gehen? Ja, ich komme gleich. Ich hau nur noch gleich meine Fische in die Truhe. Frische Fische. Und dann... Ups. Yes. Mal wieder mal ein bisschen Geld in die Kasse kommt. Beziehungsweise, warte mal, kann ich... Ich habe keine Kohle mehr. Ah, shit. Wir haben doch noch ganz viel Geld. Ich meine Kohle. Zum... Ach so! Nee.
Ich habe witzigerweise nie Harvest Moon gespielt. Also, aber das hier gefällt mir richtig. Das ist schön, das ist mir sympathisch. Ja, yeah, das ist super. So, oh mein Gott! So richtig. Ich habe einen Fisch gefangen! Oh mein Gott! Dass das noch passiert! Genau dann, wo du Samen einsetzt, fange ich einen Fisch. Eine Brasse. Wir erobern neue Territorien, könnte man sagen. Ja. So, rein damit in die Kiste. Und jetzt gehe ich in die Kiste. Gute Nacht. Danke für die Erinnerung, Stay Hydrated Bot. Ich trinke ja schon. Minenarbeit. Hofarbeit Stufe 2. Wo kommt die Jaguit her? Plus 1 Gießkerneneffektivität. Plus 1 Hacke. Ich kann einen Steinzaun bauen. Ich kann eine Mayonnaise-Maschine bauen. Wie geil. Eine Mayonnaise-Maschine? Ja, wie geil. Wie lange willst du eigentlich noch streamen? Ich schätze mal so bis... Ich werd so fett. Ich schätze mal so 17, 18 Uhr so. Bestimmt, weil ich habe hier Spaß. Ja, ich habe ein Sprinklerrezept bekommen. Genau, wo ich sage. Geil. Jetzt könntest du dir quasi einen Sprinkler bauen.